auch dann bestimmt, wer das ist. Dann sieht man echt die Verbindung. Wie die Küste, die du annehmen kannst. Ja. Ein gefährlicher Einsiedlerkrebs, der in einem Kriegsschiff lebt, bereitet sich Probleme. Ich suche jemanden, der ihn fängt. Kommt zu Angelstück. 5 Stück. Und dem einen riesigen Einsiedlerkrebs fangen? Das macht bestimmt riesigen Spaß. Kuli hält sich bestimmt von der Angestelle auf. Das muss ich mir nicht zeigen, ich habe es schon gesehen. Er ist da. Was habe ich gesagt? Ich habe ihren Auftrag angenommen. Ich werde mich um ihr Einsiedlerkrebsproblem kümmern. Endlich! Mein Roboter ist in der Reparatur. Da kann ich selbst nicht viel ausrichten. Aber da ein Roboter ist ja auch noch nicht für die Jagd gerüstet. Bau erstmal das hier ein. Ein Roboterarm? Was soll denn die Kette und diese Spule? Nun, befestige eine Harpune an der Kette, befeuert sie auf den Krebs und holt sie dann ein. Ich verstehe. Schokolade, kannst du das Teil einbauen? Na klar, das wird nicht lange dauern. Warte kurz. Gleich werdet ihr was Geiles sehen. Ja, okay. Wähle zuerst eine Harpune aus. Harpune auswählen. Es gibt viele Arten von Harpunen. Je teurer eine Harpune, umso bessere Ziele wird sie fangen. Jede Harpune hat ihren eigenen Parameter, wie zum Beispiel Gewicht. Achte auf diesen Parameter. Hier ist eine Gratis-Harpune. Benutze erstmal diese. Wähle als nächstes eine Angestellte aus. Höhere Angestellte bieten bessere Fänge, haben aber einen höheren Schwierigkeitsgrad. Probier doch erstmal die Angestellte für Neulinge aus. Angel beginnen. Und seht euch jetzt das gleich an. Das wird ein episches Angelspiel. Das ist noch epischer. Zu episch. Bewege den Bestäuber auf Vollgas und drücke A-Knopf, um die Harpune abzufeuern. Ziele auf den Einsiedlerkrebs, wenn er erscheint, und trifft die Harpune. So, jetzt haben wir das. Fertig. Drücke das Steuerkopf entfallen und gleichzeitig wiederholt A, um den wieder einzuholen. Ermüde so den Einzelnen, damit wird es leichter einzuholen. Wir müssen auch. Die Belohnung gleichzeitig links auf den Topscreen erfüllt sich, wenn du wiederholt A gedrückt hältst. Wenn du es völlig überheizt, kannst du eine kurze abkühlen. Ich muss aufpassen. Komm zu Papa. Komm zu Papa. Und Leute, was sagt ihr zu diesem Angelspiel? Sowas habt ihr lange nicht mehr gesehen. Komm, lass mich jetzt ziehen. Wenn er ansieht, er müde ist, dreht er sich um. Das ist deine Chance, ihn einzuholen. Scheiße, schnell, jetzt wird weggedrückt. Okay, er kommt immer näher. Ich muss mich abkühlen, ich muss mich abkühlen. Es kommt immer näher. Ey, das war so knapp. Achte auf die Fallrichtung, auf den Toski. Drücke das mal so Richtung Fall und lass ihn hier um die ein. Habe ich das nicht einmal gemacht? Das ist gleich bei mir. Du musst nicht hier rumschreien, Wal. Oder Krebs, oder was du da darstellen sollst. Ich passe auf. Und ich hab die.
So episch. Puh. Ich hab ihn gefangen und wir sehen uns im nächsten Part. Okay, nach der Fischfangjagd oder... Ach, scheiß drauf, es geht aber weiter. Der letzte Part war 21 Minuten lang, also geht es jetzt normal weiter. Du hast Talent, Kleiner. Hier ist deine Belohnung. Yay! Danke! Jetzt sollte es hier erstmal wieder sicher sein. Ich habe vorher noch nie geangelt, aber es hat einen Mord Spaß gemacht. Oh, dich hat wohl das Angelfieber gepackt, was? Ich glaube schon, darf ich nochmal? Okay, ich bereite alles vor. Komm später wieder vorbei, ich werde es so einrichten, dass du hier angeln kannst. Super! Ach ja, noch eine Sache. Wenn du Schrott angelst, gib ihn mir, ich tausche ihn dir gegen was anderes. Schrott? Sowas wie die riesigen Kriegsschiffe-Teile, die der Einsiedlergriff auf den Rücken trug. Er sah, sieht zwar nicht, es sieht zwar nach Müll aus, aber noch manchmal sind wahre Schätze darin verborgen. So, wenn du Schrott sammelst, erhältst du Punkte dafür. Die Punkte können gegen Bauteile anpassen eingetauscht werden. Aber ich sollte dich besser vorwarnen, wenn du von nun an musst du für die Harpune bezahlen. Was, jetzt wollen sie mich auch noch ans Geld? Es braucht einfach Zeit und Geld, alles zu reparieren, nachdem du alles benutzt hast. Na gut, das sehe ich ein. So, jetzt haben wir das Angeln gesehen. Das epische Angeln. Ich dachte, ich krieg 5 dafür. Verdammte Liebner. Wie wär's, wenn sie mir nun was über den Schrein erzählten? Wie wär's, wenn sie uns nun was über den Schrein erzählten, den es hier mal gab? Ach so. Wie du gesehen hast, bauen sich Einzelergrebse aus Inseln und Kriegsschiffen ein neues Zuhause. Einer dieser Krebse nahm vor nicht langer Zeit die Insel mit, auf der der Schrein war. Ich werde verrückt. Wenn du zu diesem Schrein willst, musst du dir genau diesen Einzelergrips angeln, ja? Jo, okay, deswegen haben sie mich erst nach Angeln geschickt, danke. Schon gut, ach, da fällt mir noch was ein, dieses Einzelergrebses. Wegen des Einzelergrebses ein. Ein Mädchen aus dem Waisenhaus sagte, sie hätte genau diesen Einzelergrips gesehen, jo. Ein Mädchen aus dem Waisenhaus, alles klar, danke für den Tipp. Geh rechts nach dem Weg hoch und immer geradeaus, dann gehst du zum Waisenhaus. Ich mag den Typen, seine Redensweise, seine Redeart. Also so Leute, wie hat euch das Angeln gefallen? Freunde, was? Fröhliche Alte, wir bauen Häuser, indem wir die Teile des Kriegsschiffes bergen, um die wir jagen. Es können alles mögliche Teile sein, von Metallschrott bis zum funktionierenden Maschinen. Also wie hat euch dieses Angelspiel gefallen? Schreibt es mir zu den Kommentaren, wenn es euch gefallen hat. Ich werde sowieso das öfter machen, weil ich will die Bibliothek alles komplett machen, also 100% bei jedem. Oh. Sind jetzt sehr viele kleine Biskotte. Ich möchte auch dort spielen. Albert, in dem verlassenen Schiff gibt es viele tolle Sachen zu sehen. Und wie heißt du? Ach, Sonne. Große dürfen unseren geheimen Stützpunkt nicht betreten. Fräulein Fraisia hat ihn verschlossen, damit kein Erwachsener hineingehen kann. Update wurde verfügbar. Ach, wartet mal. Weg. Kommt, die Kinder, da rein. Es gibt einen geheimen Mini-Eingang, aber das darfst du Freundin Fraisier nicht verraten. Okay. Charlotte. Karotte. Bist du das Mädchen, dem Chris mit der Schrein auf der Insel gesehen hat? Meinst du den Herrn Schreinkrebs? Ja, stimmt, den habe ich gesehen. Wo? In unserem geheimen Stützpunkt, links vor dem Herrn Kulis Angelstelle. Dort gibt es eine Stelle, wo man einzelne Krebs fischen kann. Da habe ich ihn gesehen. Wenn wir dort einen Krebs fangen, angeln wir uns vielleicht noch einen Kristallstein. Ach, der Stützpunkt ist mit einem Schlüssel verschlossen. Du kannst da nicht rein. Du kommst nicht vorbei. Du Fräulein, warum ziehst du dich wie ein Junge an? Weil ich ein Transvestit bin. Sie behauptet, in diesen Klamotten könne man besser spielen. Bitte? Supi, dann lass uns mal zusammen spielen. Oh ja, was sollen wir denn spielen? Moment mal. Ich angle dann mal nach diesem Krebs. Du bleibst hier und spielst. Soll das ein Witz sein? Ich habe keine Ahnung, wie man Kinderspiele spielt.
Aber du bist doch ein Kind, oder nicht? Yay! Sind Sie die Frau Direktorin? Ich muss Sie etwas fragen. Ja, ich bin Direktorin Frisier. Oh je, ein Jäger benötigt meine Hilfe. Was kann ich tun? Können Sie mir den Schlüssel zum geheimen Stützpunkt geben? Geheimer Stützpunkt? Ach, du meinst die beliebte Angestelle, das verlassene Schiff. Aber warum? Ich habe den dort verschlossen, weil es da drinnen ziemlich gefährlich ist. Ich möchte nach einem bestimmten Krebs fischen. Fischen? Wahrscheinlich werden Sie mir nicht glauben, aber das Schicksal der Welt hängt davon ab, dass ich diesen Krebs fange. Klingt richtig glaubwürdig. Ach du meine Güte, das hört sich ja wirklich ernst an. Sie glauben mir? Ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst, aber... Do you speak English? Deine Augen verraten mir, dass du ein gutes Herz hast. Meine Augen? Hier, bitteschön, der Schlüssel zum verlassenen Schiff. Danke. Aber bitte passt gut auf die Kinder auf, falls sie mit dir ins Schiff gehen. Da drin ist es gefährlich, sehr gefährlich. Ach, eins noch. Geh bloß nicht in den Schiffsfraktum, den du hinten und hinter uns siehst. Warum nicht? Es ist sehr instabil, ein falscher Schritt und wer weiß, was dann alles passieren könnte. Es ist gefährlich, ein sehr, besonders die Maschinen, diese könnten jedenfalls unterfallen. Alles klar, ich werde daran denken. Die hat genau gesagt jetzt, dass ich nicht rein darf und ich versuch's trotzdem. Man sieht, ich gebe nicht auf. Okay. Ich probiere mal den Schlüssel, den man direkt der Frisur gegeben hat. Ach ja, die Tür ist offen. Geöffnet. Hey Jäger, ich komme mit. Du bist doch einer der Jungen aus dem Waisenhaus, oder? Meinst du, du könntest mich kurz zur Anstelle des verlassenen Schiffs führen? Ach, Gegner. Babykrebse? Ich erledige sie besser, bevor sie größer werden. Warte mal, hier gibt es eine komische Gegnersorte, die ich gehasst habe. Warte, hier gibt es wirklich eine Gegnersorte, die ich hasse. Okay, dann mehr. Erstmal alles untersuchen, man kann es ja nie wissen. Hey Roboterreiter, sind mir denn alle Kinder aus dem Waisenhaus hierher gefolgt? Es ist nur, weil es hier drin so toll ist, aber wir haben ein Problem. Der Steg ist irgendwie verschwunden, wir sitzen auf diesem Seite fest. Okay, ich weiß schon. Schrauben wie diesen lösen sich häufig und da stürzt ein Teil dieses Schiffs ein. Und ich soll das auflösen, soll ich sagen? Sag ich beim Wetten im Ernst? Gibt es irgendwas anderes, das wir alles als Brücke benutzen könnten? Superkräfte und so. Perfekt, das sieht stabil genug aus. Super, wir benutzen diese Säule, um weiterzugehen. Okay, schön für euch, aber erstmal will ich mal da oben gucken. Hallo? Die Unfähigkeit dieser Person ist so scheiße. Und wir haben noch ein P-Kristall. Zwei P-Kristalle. Was habe ich eigentlich jetzt? Schon 15? Nein, oder? 12. Okay, dann mache ich das gleich. Oder soll ich das dann? Ich mache einfach alle 10 jetzt weg. Kacke. Okay. Erstmal den unteren Weg hier. Okay, nicht den unteren Weg. Ja klar.
klar, warum nicht? Okay. Okay, die 10 Ringe. Von unten muss irgendwas sein. Brauchst du dieser Gegner? Okay, ich hatte schon gedacht, jetzt zu einem Pekasal wäre ich nicht da so sehr hingegangen. Boah, meine Schulter tut so weh. Ich glaube, ich gehe heute echt zum Arzt mal. Das ist doch nicht mal normal. Oh.